Ja, hallo Trauch, willkommen zu Alien Barbecue. Heute gibt es was Kräftiges, heute gibt es Mothman Breakfast. Wir brauchen dazu ein bisschen Kartoffel, Paprika, ein paar Zwiebeln, Eier, geräucherte Wurst, natürlich Bacon. Ah ja, wir brauchen geriebenen Käse, eine Gewürzmischung und ein ja, gutes halbes Kilo gemischtes Hackfleisch. So sieht das aus. Und Kid Cajun ist dabei und hilft beim Kochen. Ja, und wie immer, das bleibt uns halt nie erspart, müssen wir am Anfang ein bisschen schnippeln. Die Baconscheiben, die vierteln wir einfach und die geräucherten Würste, die schneiden wir in ca. 1 cm breite Scheiben. Das mache ich jetzt mal mit den Würsten und das Gemüse. Mit dem gehen wir auch etwas grob um, also so 1 cm ist da immer das richtige Maß, also schön würfeln. Und dann nehme ich euch jetzt einfach mal mit auf die Reise. Ich mache das auch ein bisschen schneller, habe es ja schon mal gemacht. Ja, dieses Gericht, dieses Mountain Man Breakfast, war sonderbarerweise das allererste, was ich jemals im Dutch Oven gemacht habe. Nicht wie bei vielen anderen Schichtfleisch, nein, es war genau dieses Gericht hier. Und das ist wirklich der Hammer. Da ist alles drin, was man braucht, was man mag, was man frühstücken will. Man kann es aber auch zum Mittag oder zum Kaffee oder zum Abendessen. Es passt eigentlich immer. Okay, Kartoffeln sind dran. Die haben wir jetzt mal schnell geschält und die halbieren wir einfach. Zack, in der Mitte durch. Schneiden dann auch so 1 cm breite Streifen und dann werden die einfach so wie das andere Gemüse auch in 1 cm Würfel geschnitten. Das mache ich jetzt auch noch schnell mit den anderen Kartoffeln und dann haben wir es ja schon fast geschafft. Ja, bevor wir sie vergessen, die Zwiebeln, die erleiden das gleiche Schicksal wie die Kartoffeln, also halbieren, 1 cm breite Streifen und dann grob würfeln. Für die besonders schwierigen und filigranen Arbeiten steht mir hier natürlich wieder Kid Cajun zur Verfügung. Wir müssen uns um die Eier kümmern, das heißt die Eier, die hauen wir jetzt alle in eine Schüssel und die verquirlen wir einfach miteinander. So, Schneebesen beiseite, Schweiß von der Stirn putzen und dann, ja, kann man durchaus durchgehen lassen. Eier sind verquirlt. Ich denke, wir gehen nach draußen. Als erstes bei diesem Gericht steht das Anbraten oder Anbrutzeln ganz vorne. Das heißt, wir müssen erstmal ordentlich Kohlen drunter packen. Ich habe da so 12 Stück drunter und Öl in den Topf gegeben. Und ja, jetzt fangen wir an und als erstes geht es dem Hackfleisch an den Kragen. Das müssen wir jetzt richtig schön trocken durchbraten. Also es sollte schon richtig krümelig werden. Dauert ein Weilchen, aber kein Problem, wir haben ja Zeit. So, wenn die erste Seite schön angebrutzelt ist, dann würzen wir das mit der Lieblingsgewürzmischung, die ihr so zur Hand habt. Oder ihr mixt euch selber was zusammen, völlig egal. Das Hackfleisch wird jetzt damit gewürzt. Dann nehmen wir, ich nehme hier so etwas über einen Esslöffel, alles wieder verrühren und weiter brutzeln, bis es wie gesagt schön krümelig ist. Ja, da sind wir doch schon am ersten Teilziel. Das Hackfleisch ist schön krümelig. Das nehmen wir jetzt raus aus dem Topf und dann, ja, womit soll es weitergehen? Natürlich mit dem Bacon. Ja,
Ja, und das sieht richtig gut aus. Schön angebraten. Und duften tut das natürlich jetzt schon herrlich. Man könnte sich das auch jetzt aufs Brötchen machen. Aber nee, wir haben noch ein paar kleine, aber feine Schritte vor uns. Ja, wie gesagt, jetzt kommt der Bacon rein. Wenn die Scheiben, so wie hier zu sehen ist, noch ein bisschen aneinander kleben, das ist kein Problem. Die lösen sich mit der Zeit. Und den Bacon, den lassen wir einfach nur glasig werden, also dass er anfängt, seinen Geschmack richtig abzugeben. Ja, genug gebrutzelt mit dem Bacon, jetzt kommen die kleingeschnittenen Würste dazu. Das hier nennt sich bei uns Rauchende oder geräucherte Mettenden. Es gibt auch, hatte ich neulich mal von einem Freund für den Grünkohl bekommen, eine norddeutsche Bregenwurst oder niedersächsische Bregenwurst. Ich weiß nicht, ob die dazu passen würde, ich befürchte bald nicht, aber Versuch macht klug, ausprobieren, nachkochen, dann wisst ihr selber Bescheid. So, die Wurst ist auch schön ausgelassen, angebräunt. Das Fett sammelt sich unten im Topf. Höchste Zeit für die Zwiebeln. Ich nehme hier übrigens die roten Zwiebeln, weil ich finde, die haben gerade in solchen Gerichten, wo ein bisschen länger gebrutzelt wird, eindeutig mehr Geschmack als die normale weiße. Ist aber, wie gesagt, abhängig von dem, was ihr mögt. Ich empfehle euch, hier die rote Zwiebel zu nehmen. Zwiebel schön glasig geworden ist und langsam anfängt, so kleine braune Eckchen zu bilden, dann geben wir die Paprika dazu. Die schwitzen wir nur kurz mit an und dann kommt noch der Rest des Gemüses dazu, also die Kartoffeln. Ja, wir haben fast Nikolaus, nicht Ostern, keine Ahnung, warum sie da hüpft. Okay, Kid Cajun ballert uns jetzt die Kartoffeln mit in den Topf und die braten wir richtig an. Das heißt, die sollten schon langsam anfangen, goldbraun zu werden. Das ist dann auch der Grund, warum wir den Bacon zum Beispiel nur glasig gebraten haben. Wenn der jetzt noch so lange da drinne bleibt und schon knusprig gebraten wäre, dann wird er jetzt wahrscheinlich zu Kohle verfallen. Und das wollen wir nicht essen, das schmeckt nicht. Okay, Kartoffeln rein, alles ordentlich durchrühren und es dauert jetzt ein Weilchen, ein paar Minuten, bis die die richtige Farbe bekommen haben und dann kommen die letzten wichtigen Zutaten wieder dazu. So, Kartoffeln haben eine gute Farbe bekommen. Jetzt gebe ich das Hackfleisch wieder mit rein. Das wird einmal ordentlich untergerührt, schön verteilt, damit sämtliche Zutaten schön vermischt sind. Und ich würze hier noch einmal nach, weil klar, durch das Gemüse ist so ein bisschen Würze verloren gegangen, also zumindest die aus dieser Gewürzmischung. Und ich gebe noch ein bisschen rein, kann eh nie genug sein, und mix das Ganze ordentlich durch. Ja, sieht schon nicht schlecht aus. So, jetzt wird's lecker. Ich habe unter dem Topf natürlich eine ganze Menge Kohlen jetzt weggenommen. Da liegen jetzt nur noch 3-4 Stück, weil Unterhitze brauchen wir jetzt gar nicht mehr. Die Zutaten an sich, die da drin sind eigentlich schon gar. Man könnte schon essen, aber jetzt kommt das Finale. Wir geben erst einmal die verquirlten Eier dazu und verteilen das unter den Zutaten und versuchen das so ein bisschen anzudrücken, also dass das wirklich eine gute Konsistenz hat und ordentlich zusammenhält. Also es sollte eine Masse werden. Stellt euch vor, das wäre ein großer Kuchen und ihr müsst einen Kuchen backen und genau im Prinzip machen wir hier nichts anderes. Ja, und wenn wir das Ei schon mal drin haben, dann
Tada, da ist er, der geriebene Käse. Ich nutze hier Gouda, schmeckt uns hier am liebsten. Es schmeckt aber auch geriebener Cheddar-Käse da drüber. Also je nachdem, was ihr mögt, welchen Käse ihr bevorzugt, nehmt ihn. Dann machen wir den Deckel drauf und auf den Deckel, da hauen wir jetzt nochmal ordentlich Kohlen drauf. Also ich habe jetzt hier den Sena Dutch Oven von Chemchef und ja, da habe ich jetzt glaube ich nochmal 12 frische Kohlen oben drauf gelegt, damit es einfach nur noch überbackt. Das heißt, der Käse soll eine schöne Farbe und natürlich eine schöne Kruste bekommen. Dauert ein paar Minütchen, wir werden zwischendurch mal kiebitzen. So, wie immer Deckelheber vergessen. Aber na, das sind jetzt so ja, knappe 5 Minuten später und na, man sieht, der Käse zerläuft. Also jetzt ist es kaum noch auszuhalten. Ja, es ist übrigens ziemlich kalt da draußen. Minus 6 Grad. Da ist so ein oberhitzebetriebener Dutch Oven ein sehr willkommener Wärmespender. Und das nutzen wir natürlich hier. So, wir haben jetzt ungefähr 10 Minuten überbacken, vielleicht ein bisschen weniger und da ist es. Seht's euch an. Ich glaube, das macht Hunger. Und das Schönste ist, das hilft auch noch gegen Hunger. Okay, ich denke, wir gehen mal rein und fangen mal langsam an, das Zeug zu verputzen. Ich habe es nochmal ein kleines bisschen nachbräunen lassen, aber das natürlich nur für das Video. Ja, nett, oder? Nette, goldgelbe, knusprige Käsekruste. Die Würste versuchen, durch die Kruste nach oben zu dringen, um doch mal an Luft zu schnappen, aber keine Chance. Jetzt wird geschnitten. Schneiden tue ich das hier, ja, wie ein Kuchen. Von der Menge her ist das ungefähr ausreichend für ja, 3 hungrige, erwachsene Kerle. Die werden davon satt. Ansonsten auf der Webseite natürlich ist das Rezept mit etwas mehr Zutaten. Da kriegt ihr dann nochmal 8 oder 9 oder 10 Leute satt. Ist natürlich auch abhängig, wie groß euer Topf ist. Und jetzt kommt ein Tellerbild. Letztes Mal vergessen, dieses Mal haben wir ein Tellerbild. Na Leute, ich denke, ich habe es echt nicht drauf, Teller zu dekorieren. Aber darum geht es hier auch nicht. Es ist lecker. Es duftet klasse. Der Käse ist schön knusprig geworden. Ach, herrlich. Okay, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, netten Kommentar und könntet meinen Kanal abonnieren. Und denkt an euren Nachbarn, falls er noch nicht weiß, dass ich Videos mache. Ihr könnt es ihm ruhig verraten. Bis zum nächsten Mal. Euer Jelly.